Diese Bilder haben europaweit für Aufsehen gesorgt. Kroatische Polizisten in Masken schlagen auf Flüchtende ein. Misshandlungen, aufgedeckt von Monitor und europäischen Medienpartnern. Die EU-Kommission reagierte empört auf unsere Berichte und kündigte Konsequenzen an. Doch was ist seitdem wirklich passiert? Go, geh nach Bosnien, ruft einer der Polizisten. Die Geschlagenen kommen aus Afghanistan und Pakistan. Aus Angst und Scham wollen sie nicht erkannt werden. Das war sehr schlimm. Sie haben jeden von uns sehr hart geschlagen. Schau unsere Rücken, unsere Arme. Es sind Polizisten eines EU-Landes, die Flüchtlinge misshandeln, sie regelrecht aus der EU hinausprügeln. Was hier im Grenzgebiet zwischen Kroatien und Bosnien und Herzegowina passiert, ist ein Verstoß gegen EU und Völkerrecht. Denn eigentlich hat jeder, der die EU betritt und nach Asyl fragt, das Recht auf ein faires Verfahren. Gemeinsam mit europäischen Medienpartnern hatte Monitor monatelang dazu recherchiert und die schweren Menschenrechtsverletzungen aufgedeckt. Die Europäische Kommission hat auf unsere Berichte reagiert und Konsequenzen angedroht. Diese Berichte sind schockierend. Es scheint, als ob es organisierte Gewalt an den EU-Außengrenzen gibt. Und es scheint auch überzeugende Hinweise darauf zu geben, dass EU-Gelder dafür missbraucht werden. Das muss gründlich untersucht werden. Denn brisant ist, der kroatische Grenzschutz wird seit Jahren von der EU und auch von Deutschland mitfinanziert. 163 Millionen Euro flossen dafür seit 2015. Doch was ist außer Ankündigungen seither wirklich passiert? Zwei Tage nach unserer Veröffentlichung verkündete der kroatische Polizeichef, dass drei maskierte Männer identifiziert und vom Dienst suspendiert wurden. Es sei ein Einzelfall. Ich halte das für einen schlechten Scherz. Wer die Berichte gesehen, die Bilder verfolgt hat, der weiß, es geht nicht um Einzelfälle. Wir erleben seit Jahren, dass massiv an den Grenzen auch in Kroatien zurückgewiesen wird. Und das ist ein systematisches Verfahren, in das nicht nur einzelne Personen eingebunden sind, sondern auch die Art der Grenzsicherung, des Zaunbaus, trägt natürlich dazu bei, dass hier ganz massiv und gezielt abgeschreckt und zurückgebracht werden soll. Das haben auch unsere Recherchen gezeigt. Allein zwischen Mai und September haben wir 11 Pushbacks gefilmt, gesehen, wie hunderte Menschen zurückgeschickt wurden, ohne die Chance auf ein Asylverfahren. Wir beobachten, dass das gängige Praxis ist und keine individuellen Entscheidungen von einzelnen Polizisten und dass die Befehle von oben kommen. Es ist eine politische Entscheidung. Es ist eine Politik, die den Schutz der Grenzen in Kroatien vor den Respekt und die Werte von internationalem und EU-Recht stellt. Es ist eine Politik, die dafür Menschenrechtsverletzungen in Kauf nimmt. Und wie ist die Lage heute? Vor Ort habe sich nichts geändert, berichten uns Flüchtlinge im Grenzgebiet. Sie schicken Videos, aufgenommen vor wenigen Tagen. Diese Frau aus Afghanistan berichtet, wie kroatische Polizisten sie und ihr kleines Kind zurückgeschickt hätten. Die Polizisten hätten sie mit einem Schlagstock am Bein geschlagen. Dann hätten sie alles weggenommen. Stefanie Machert ist Krankenschwester und war vor wenigen Tagen noch vor Ort. Auch nach unserer Berichterstattung habe sich nichts verbessert, sagt sie. Was ich hier sehe und auch in letzter Zeit, sind schwere Schlagverletzungen mit Schlagstücken und auch Verletzungen mit Fäusten. Kroatien verstoße gegen EU-Recht, die Kommission müsse dagegen klagen, fordern EU-PolitikerInnen. Darüber hinaus muss sie aber auch sehr sorgfältig prüfen, inwieweit Mittel für Grenzmanagement missbraucht werden zur Abschreckung von Geflüchteten. Und in dem Fall kann der Rechtsstaatsmechanismus zum Einsatz kommen. Das heißt, künftig erhält dieses Mitgliedsland weniger Gelder aus den europäischen Fördertöpfen. Hier sinken die Temperaturen und ihre Lage werde immer schlimmer, erzählen die Menschen. Doch sie hätten keine andere Wahl, als es wieder und wieder zu versuchen, in die EU zu kommen.